Ich habe ein Ei gefunden. Aber ich habe es nicht gelegt. Mama, das ist noch warm. Ja, das ist aus dem Nest gefallen. Aber wo? Da? Wahrscheinlich. Ja, ich kann es ja nicht einfach irgendwo reinlegen. Nee, kannst du nicht. Das ist voll die Aktion. Guckt euch das an. Wollen wir das kochen? Das ist noch warm. Ich habe ein Taubenei gefunden und das ist noch warm. Was würdet ihr denn jetzt machen? Sag doch was! Ja, aber nicht, dass du die anderen dann auch rausschmeißt. Mama, vielleicht ist das auch nur warm, weil es in der Sonne lag. Lisa, ich habe ein Ei gefunden. Wie? Ein Taubenei. Hä? Hallo? Woher weißt du eigentlich, dass es ein Taubenei ist? Weil es grün ist. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ausbrüten. Mich auch noch anfassen. Nicht, dass die Taube das gar nicht mehr nimmt. Du musst dich draufsetzen. Oh. So ungefähr. Lebt das denn noch? Oder wie ein Tampon benutzt. Oh. Nicht so laut. Oh, ich hau die Kamera an. Du kannst ja jetzt mit Ei immer hier werden mit dir rumfahren. Weißt du was, das mache ich. Ja. Ich bin jetzt verantwortlich fürs Ei. Dann machst du so ein altes Ei-Vlog-Tagebuch. Okay. Wie du aus dem Haufen fahren. Und was mache ich, wenn das schlüpft? Das ist doch scheiße, da muss ich mich drum kümmern. Ja. Dann sage ich, Frank, ich bin schwanger. Ich bringe das, nimm das morgen mit nach Hamburg, das Ei. Aber am schlimmsten ist es, wenn... Mit Tüchern. Am schlimmsten ist es, wenn du dem dann das Fliegen beibringen musst vom Balkon. Nee, ich kann das nicht. Ich versuch's wenigstens. Ja. Guck doch mal. Ja. Nicht, dass das schon total... Mama, wie wärme ich das denn? Tja. Ich kann das doch mal kurz in die Mikrowelle tun. Oh. Na, im Ernst. Mach doch was an 30 Sekunden oder so. Bist du verrückt? Ja, wir müssen das wiederbeleben. Nein, da sind elektrische Strahlen drin. Nee, Mikrowelle, Mathe, das ist sofort gekocht, ey. Was platzt? Jetzt soll ich das rausbrüten hier, oder was? Wie lange kann denn so ein Ei, wenn das jetzt so kalt ist schon, ist das sofort tot? Nee. Aber es ist noch nicht Nein, so das kalt. Das ist ja auch draußen auch kalt, das im Westen. Ja. Das ist ja auch kalt. Stell dir mal vor, ich habe ein Taubenkind zu Hause. Hoffentlich lebt das noch. Hör ich mal damit Ohren. Als wenn man das hört. Das ist noch ganz klein. Wenn ich damit zu Frau Dr. Wolfi, kann die mir sagen, ob das noch lebt? Ich kann da Ultraschall machen. Ultraschall würde die jetzt erinnern, weil die wird einmal hören mit dem Ding, oder? Ja, würde ich hingehen. Wollen wir es dann hingehen, bevor wir auf davon gehen? Nee, ist mir auch blöd. Wieso? Das ist ein Leben. Manche gehen da hin mit Geschlüpften. Oh, das ist doch alles stressig. Jetzt habe ich auf einmal ein Kind. Ich habe den Eisprung. Aus dem Nest, ein Eisprung aus dem Nest, ja. Ne, ich schleppe jetzt einfach ein, Ich hab jetzt einen Taubenküken. Das ist aber süß. Lass nicht fallen. Ich hab's gerade fast fallen lassen, wirklich. Ich hab gerade ein Herzinfarkt gehabt. Denk eben? Ich. Ja. Das geht nicht gut. Nee, dann ist weg trotzdem. Ja. Nun hast du eine Aufgabe. Jetzt fühle ich mich da ganz anders. So richtig verantwortungsvoll. Ja, wirklich. Gott. Hey. Mal, ich weiß, vielleicht Micky. Ist das warm, das Ei jetzt? Ja, ganz warm. Ein bisschen wackeln, mit dem wird ja schlecht. Was soll ich jetzt tun? Okay. Ich bring's jetzt wieder ins Nest. Ja! Haltet fest. Was soll ich jetzt, die Kamera oder dich halten? Die Kamera. Ich bin nicht so wichtig. Was für ein Scheiß. Schon wieder das Fäkalwort. Komm da gar nicht an. Kannst das Leben retten, mit, wenn du jetzt da reinsitzt. Ah! Hier sind Spinnen. Mach jetzt, rette das Leben und kommst nicht ran? Du musst ja ans Umruf steigen. Ist die Taube denn zu Hause? Wie sie? Kannst du mal an. Klingel mal. Hallo. Ich komme da nicht an. Du musst ja ans Heraufklettern. Ja, toll. Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Nein, das ist ein Bildschirm.
Bildschirmschoner. Zum 100. Mal. Man muss da einfach einmal leicht draufklicken. Jetzt. Oh Mann, ich hab Angst, dass die das rausschmeißt. Mach das da jetzt drin. Du kannst doch nicht mit einem Ei rumlaufen. Ist drin? Ja. Richtig hingelegt? Na, richtig nicht, oben drauf. Wo soll ich denn hinlegen dann? Na, in der Mitte. Das friert in doch. In der Mitte. Ich sehe doch gar nicht. Ih, es ist weg. Dann ist das runtergekullert. Dann lass mal. So. Vielleicht hat das ja geklappt. Bitte, lieber Gott. Mach dann doch nicht, dass das Ei wieder rausfällt. Aber wenn das Ei jetzt morgen wieder hier unten liegt, dann mache ich mir riesen Vorwürfe. Und dann bist du schuld. Nee, dann ist das nicht mit in Ordnung. Er hat so große Schlüssel. Ja, dann vielleicht stinkt es nach Reis, nach Mensch und nach Katze. Vielleicht war das ja ein Räumer gewesen. Der wollte dich klauen und ist runtergefallen. Aber wo ist denn die Taube? Wann kommt die denn immer? Ja, natürlich mal hier. Wie oft sitzt sie denn im Nest da am Tag? Die kommt auf gar keinen Fall, wenn du da stehst. Ja. Jetzt beobachtest du sie. Aber ist sie denn auch regelmäßig da oder ist, sitzt sie da gar nicht oft drin? Die hat sich bei mir noch nicht alles abgemeldet. Meine Mutter sagt, die hat sich bei ihr noch nicht an- und abgemeldet. Ich werde hier verarscht. Ich mein's ernst, mir blutet das Herz. Soll ich es wieder rausholen? Oh, ich habe so Angst. Was geht nicht? Nichts. Du musst das im Auge behalten. Ja, ich denke jetzt hier sitzen wir mal in Stau. Nee, aber so alle Stunde mal einmal nur gucken, ob es da irgendwo ist. Und wenn ich da wiederkomme oder so, dann liegt es vielleicht wieder da. Vielleicht. Vielleicht war da ein Räuber und wollte klauen. Das ist runtergefallen. Ja, eine Taube. Also, das mit dem Taubenei hat mich wirklich total außer Bahn geworfen. Ich denke jetzt die ganze Zeit an dieses kleine Taubenei und habe, nachdem wir einkaufen waren, meine Schwester und ich, auch nochmal geguckt, ob es vielleicht noch in dem Nest, also ob die Taube wieder in dem Nest ist, die große, dicke Taube. Aber die war irgendwie nicht da. Vielleicht war sie auch nur dann in dem Moment wieder weg, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe wirklich und ich bete auch für das kleine, süße Täubchen ganz, ganz doll, dass die Taube wiederkommt und das ausbrütet und dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Friede, Freude, Eierkuchen, wie makaber. Ach ja, so ist das, ne? Naja, und Friede, Freude, Eierkuchen vielleicht nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen das Friede, Freude, Leben und Lebensfreude, Lebensdrang, Lebensfly ist. Ja, aber nee, jetzt mal im Ernst. Also ich bin zutiefst getroffen, betroffen auch. Und ich weiß auch, dass ich es vielleicht hätte mitnehmen sollen. Aber dann denke ich mir, es gehört ja auch zur Mutti. Da weiß man auch irgendwie nicht, was in dem Moment richtig und falsch ist, aber ich werde auf jeden Fall morgen gleich nachschauen, ob es noch da ist. Also das Ei wird ja noch da sein, aber ach, naja. Gute Nacht.